Am späten Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr kam es zum Brand eines Wohnhauses in der Innenstadt von Felsberg. Schon beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude im Vollbrand. Während sich drei Personen selbst in Sicherheit bringen konnten, musste eine über die Drehleiter der Feuerwehr gerettet werden. Alle vier Hausbewohner wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei Bränden im Stadtkern kommt es immer wieder zu Problemen. Ja, die Zufahrtswege zum Brandobjekt gestalten sich sehr, sehr eng. Da mussten wir aufpassen, wie wir die Drehleiter sinnvoll in Stellung bringen. Wir haben zwei Löschwasserversorgungen eingeleitet, einmal vom örtlichen Schwimmbad und einmal aus einem Brunnensystem. Nach Angaben der Feuerwehr befanden sich im Haus einige Vögel oder Tauben, die den Brand leider nicht überlebt haben. Aufgrund der starken Brandausdehnung muss nun ein Statiker hinzugezogen werden, ob das Haus möglicherweise einsturzgefährdet ist. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist aktuell noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Schätzungen wird die Schadenshöhe mit rund 150.000 Euro beziffert. Neben Notarzt und Rettungsdienst waren rund 130 Einsatzkräfte vor Ort.